Und ich sage willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge IDK Gaming for You. Heute Uncharted 4, die DLC The Lost Legacy. Wir sind unterwegs mit Nadine Ross, die geläutert und gescheitert ist bei Shoreline, dem Unternehmen ihrer Familie. Und wir sind mit ihr hier unterwegs. Ich kann mir ihren Namen leider immer nicht merken. Wir nennen sie einfach Jasmin, wie die Prinzessin Jasmin aus Aladdin. Und wir haben eine Eule gefunden. Guck mal ihre Hände an. Ah, sie haben endlich mal daran gedacht, dass das nicht alles hier, ne, wie so poliert aussehen muss. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Gucken wir mal weiter. Das hat eine der Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da lassen würdest. Hoffentlich müssen wir nicht alle finden jetzt. Diese Figuren, das müssen die alten Heusala-Könige sein. Insgesamt 11. Ach komm, bitte nicht. 11 Stück müssen wir jetzt finden? Und die sind überall irgendwie hier und da und dort versteckt? Nee, oder? Damit es hier weitergeht? Hilft Nein. Hilft es, einen Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht, aber... Es bringt Geld. Okay. Ah, ich dachte schon. Okay. Ich dachte schon. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier die Hauptmission. Wir müssen 11 von den Dingern finden. Heilige Nille. Oh, wie langweilig. Die Affen waren an unserem Auto. Wie witzig. Und ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid und mit uns gemeinsam hier eine Runde Uncharted spielt. Ich bin ja richtig angefixt von dem Game, weil ich den Film letztens erst gesehen habe mit Tom Holland. Und es ist einfach nur schön, nur gut gemacht. Naughty Dog hat hier 2016 echt ein Meisterwerk abgeliefert. Und ich wünschte mir und ich hoffe ja, dass vielleicht ein Uncharted 5 käme. Das finde ich persönlich ziemlich geil. Und wir sind angekommen. Zack. Gut eingepackt. Boah, ich wollte schon sagen, wie eine Frau eingepackt. Shivas Axt. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja. Und okay. Dann müssen wir hier einmal. Keine wörtliche Zerstörung. Genau. Die Dinge anschnappen. Wie den Stolz und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Stückchen zurückgefahren. Genau. Noch einmal mit Schmerz. So, unseren Sesam öffnet sich hier. Meine Frau würde, ich sag's euch, meine Frau würde mich umbringen, wenn die hören würde, was ich hier immer alles erzähle. Für eine Scheiße auch laber, ne? Mann, Mann, Mann. So. Sesam, öffne dich. Ja, macht sie jetzt oder nicht? Auf einmal. Kann sie wohlfahren? Klar, rückwärts da. Gern geschehen. Sagt sie, ich kann sie wohlfahren. Ein Seil nach hinten. Großes Kino. Oh, Salah gegen den Tiger. Salah gegen den Tiger, so ist es. Hat sein Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Tja. Was gelernt hatte. Was wird wenn die Häuserler etwas beschützen, dann machen sie keine halben Sachen. Ja, wenn das mal nicht gleich schon mal ein Grund zur Sorge für mich wäre. Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Die werden nämlich alles beschützen, was geht. Ah, was gibt's hier denn so Schönes zu ertauchen? Keine Ahnung, ob das gerade richtig war oder ob ich hier gerade Scheiße gebaut habe, aber okay. Nehme ich. Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden euch noch nützlich sein. Ja, so ein Zufall, dass sie das da
für uns hinterlassen haben, hä? Unsere Kletterausrüstung. So, wir haben. Oh Gott. Tippitoppi. Wenn du denkst, das geht aufs Handgelenk. Ah, immer diese dreckigen, schmutzigen Witze hier in dem Spiel. So ist aber auch. Muss ich da hoch oder? Passt es, wenn ich da jetzt runterfall? Ja, passt, wenn ich da runterfall. Die Farben sind einfach unglaublich schön. In unserem Job ist kein Platz für Luft. Dann aufstehen. Es gibt hier bestimmt jemanden, den ich nicht so groß bin. So, ich kletter hier. Anscheinend müssen wir aber tauchen, ne? Ich weiß nicht, wohin. Ich tauche noch mal ganz kurz auf. So, jetzt geht's weiter. Gibt's hier irgendwo einen Weg? Nee, ne? Ab ins Wasser! Oh, fuck. Heilige Nille. Die Jungs machen keine halben Sachen. Oh shit. Oh shit. Lass mich weg hier. Oh nee, in der Luft hat er mich genatzt. Kamera. Ey, die Kamera immer wieder. Ja, gehen Sie in Deckung, um Ihre Gesundheit wiederherzustellen. Danke für den Pro-Tipp. Pfeifenheini. So, dann. Zack, gute Nacht. Doch, der hat auch immer so gefährlich, ne? Wer denn für ein Typ hier überhaupt? Dass er so geisteskrank abgeht. Nein! Dann hat er mich genatzt, Mann, mit dem letzten Schuss. Fick dich, Alter, ich krieg die Krise. Mann! Mit dem letzten Schuss. Das ist so lächerlich. Scheiß tauche ich unter. Ich mache das jetzt genauso nochmal. Bleib aber ein kleines bisschen länger in der Deckung. So. Zack. Gute Nacht. So, hab was für dich. Hier geblieben. Da ist eine Granate gewesen. Bist du okay? Scheiße geht's mir, Alter. Ich hab richtig um den Sack gekriegt. Die haben alle die P90, dann nehme ich die Walter P90 mit hier. Die hat nämlich wenigstens dann viel Mund. So, zack, zack, zack. Und hier muss es ja irgendwie weitergehen dann. Oder? Oder wo geht's dann weiter, ist auch die Frage, ne? Ha. Und das ist. Ah, hier geht's weiter. Das ist die Frage der Fragen. Ich hätte das also eigentlich auch erschleichen können. Aber gut. Steck's halt nicht drin manchmal, gell? Voilà. Oh je. Was zum Teufel ist das?
Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das ist raffiniert. Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Oh shit! Von einer Axt verdroschen zu werden, tut etwas weh. Glaube ich. Alles okay? Ach, das war ein Klacks. Die Tür da drüben ist jetzt zu. Ach, na toll. Learning by doing heißt es doch so schön. Ich sehe lieber der Meister zu. Fuck. Schmeicheleien funktionieren. Und der Axt entgehe ich auch lieber. Ah. Okay, dann muss es einen anderen Weg geben. Aber ich finde es gut, dass die Axt mich nicht komplett killt, sondern nur halb tötet. Guck mal. Ha, ich kann nicht nur an der Stelle. Nicht da direkt rüber, ne? Jupp, so funktioniert's. Zack, 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 zack. Wunderbar. Okay, ich glaube, das war's. Komm hier rüber. Das ist cool gemacht. Ah, das ist cool gemacht. Erstmal schön ein Foto schießen. Geile Aussicht. Geile Aussicht. Und das Foto auch. Oh, verdammt nochmal. Nochmal. Okidoki. Statuen. Jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Bin ich mal gespannt. Und Ringe. Das sind alles größer als ich. Aber deine Beschreibung finde ich besser. Ring. Ballabing. Okay. Alter, habe ich das geil gemacht. Alter, auf dem ersten Rutsch. Jawollo. Ach, gucken, bei ihr passiert nichts oder wie? Nur bei mir. Okay, so. Ja, mal gucken, ob wir das wieder auf dem ersten Schubser jetzt hier schaffen. Mega, 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 mega. Mega. Gefällt mir mega gut. Mega gut. Ehrlich, mega gut. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ja, ja, auch beim ersten Mal direkt geschafft. Heilige Scheiße. Alter, da bin ich jetzt stolz auf mich. Kann ich hier nochmal ein Foto schießen? Nee, ne? Ein Foto hat ihr gereicht. Aber Leute, oh, schöne Aussichten hier. Schöne Aussichten. Und richtig schön, gute Rätsel. Macht Spaß. Es roch nach Tod. Tod. Es roch nach Tod. Aber wir sind nicht tot. So. Die Axt, die Axt, die Axt.
Das ist das Krönchen hier. Oh, was zur Hölle? Das ist unfair. Ja, tippitoppi, so geht's doch. Ich bin hier, nennt mich der Riddler, ich bin hier gerade der Brezel. Also hier läuft's gerade richtig gut. Ja, Wollo. Siehst du? Hingefallen. Verletzt. Da lacht sie, die Bitch. Das hätten wir. Alter, nimm dir das Ding mit, das ist doch bestimmt aus Gold oder so. Damit alle guten drei. Dinge sind drei. Weißt du, da freut sie sich. Du bist ziemlich gut als Schatzjägerin. Ich lerne schon. Warum ist sie denn gut als Schatzjägerin? Wir sind doch diejenigen, die alles machen. Ich schätze, du könntest so ziemlich alles tun, was du willst. Warum willst du Shoreline unbedingt zurück? Ernsthaft? Mein Partner hetzt meine Männer gegen mich auf. Mein Lieutenant verschwindet mit dem Kopfgeld. Nathan und Samuel Drake kommen ungeschoren davon und du fragst, wieso ich Shoreline zurück will? Ja. Ich hatte die Verantwortung. Es war meine Verantwortung. Okay, womit spielst du da eigentlich ständig herum? Mein Anti-Stress-Spielzeug. War nach dem Umzug nach Australien plötzlich in der Post. Ich wette mit euch, dass das ein Schlüssel ist. Nicht, dass Asaf uns noch überholt. Ich wette mit euch, dass das ein Schlüssel ist. Weißt du, ich hab's auch schon ein paar Mal verbockt. Dann muss man aufstehen und weitermachen. Dann muss man aufstehen und weitermachen. Ah, Alter, ich hab doch Viereck gedrückt. Mann. Ey, manchmal cast mich das Spiel echt ein bisschen an, ne? Manchmal cast's mich echt ein bisschen an. Ich bin doch genau da an die Wand gesprungen. Guck mal. Ah, auf einmal funktioniert's. So lächerlich. Okay. Nicht aufregen. Ruhig, Blutbrauner. Hui. Geht da? Das kann so einfach sein. Schön durch den Schlamm einmal noch gewartet hier. Zack. Und dann sind wir schon am Auto. Falls du dich noch irgendwo umschauen willst, solltest du das jetzt tun. Okay. Wunderbärchen. Falls du dich noch irgendwo umsehen willst, solltest du es jetzt tun. Ich will mich aber nicht umsehen. Ich will auf jeden Fall jetzt den Loot und die Story sozusagen mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in der Zwischenzeit einfach ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da lasst. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gefällt euch das Spiel? Was sagt ihr? Ja, nein, vielleicht? Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Was hast du gemacht? Und ich kann euch schon mal sagen, mir gefällt es unglaublich gut. Auch die DLC gibt mir genau dieses Uncharted-Feeling. Oh, leg dich nicht mit Boss an. Dann müssen wir über die Brücke wahrscheinlich drüber hier. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine... Oh, warte. Fraser, auf uns wartet Kundschaft. Sehen wir uns das mal an. Was ist hier denn los? Schau mal, ich laufe hier durch, als wenn ich Rambo wäre. Wer und von wo? Doch nicht so hart, hä?
Alles sauber. Mal sehen, was wir hier alles haben. Alles sauber. Ah, hier gibt es bestimmt wieder eine dieser Münzen. Die will ich jetzt aber eigentlich gar nicht fangen. Ich will eigentlich in der Story weitermachen. Wo ist meine Karre? Da drüben. Also ich bin mir sicher, hier drüben gibt es dann bestimmt wieder diese Eulen irgendwas. Aber da habe ich jetzt erstmal gerade keine Lust drauf. Hoppala. Wir müssen erstmal weiter. Wir müssen zu den Wasserfällen. Ich muss, glaube ich, auch mal auf die Karte gucken. Wir müssen da ganz links rüber. Okay. Dann fahren wir jetzt da ganz links rüber. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Wart ihr schon mal in Indien? Wo warst du schon? Also, ich war noch nie in Indien. Das steht jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Bucketlist, aber es muss ein unglaublich schönes Land sein. Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Island. Es ist ruhig. Island ist aber sehr ruhig. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Und die Nordlichter will sie sehen. Mein Lieb. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Wir müssen darüber. Wie kommen wir darüber? Hier kommen wir schon mal nicht rüber. Also fahren wir noch eins weiter. Hier kommen wir rüber. Siehst du? Perfekt. Und dann mal Vollgas. Ja, Wollo. Weiter immer weiter und so ist es auch mit dieser Folge. Ihr kriegt von mir die dritte Doppelfolge in Serie. Einfach nur, weil es mir gerade so unglaublich viel Spaß macht auch, ne? So, mit O. Gucken wir uns das mal an hier. Also dann, los. Nein, nicht da rein, du. Ich hab doch gar nicht daher gedrückt. So. Schaut euch das an. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber vielleicht nehmen wir diesen ganz unauffälligen Hebel, der da hinter uns ist, und betätigen den mal. So rein zufällig. Mann, Mann, Mann. Wollen wir tanzen? Versuch es. Let's go. Frechheit. Hallo, Freunde. Das nenne ich mal einen Eingang. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Bereit. Ja, ich, Let's go. Genieß nur den Augenblick. Ja. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Im letzten bekannten Ruheort. Von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Wir suchen Ganeshas Stoßzahn.
und sind endlich angekommen. So ziemlich am Ende unserer Reise. Zumindest mal am Wunschzielort. Sie haben ihr Ziel erreicht. Es befindet sich geradeaus. Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Ja. Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Das ist die Frage. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Oh. Cool. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Mega cool. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sei bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich... Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebeet? Wie ein Elefant im Porzellanladen, die Nadine Ross, hat sich nicht geändert und sagt's halt dann... Ja, schick ihm halt einfach ein Foto. Kannst du keinen Computer benutzen? Alter, ich hoffe, ihr könnt euer Handy benutzen und ihr wisst, wie man auf Like drückt. Also, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da und Kapitel 5 spielen wir dann beim nächsten Mal. Danke und bis dann. Tschüss. Ist wirklich...